Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Talkrunde vor der Bundestagswahl hier aus Saarbrücken, dem Standort der IHK. Der Wahlkampf befindet sich in einer heißen Phase. Es gibt großen Klärungsbedarf der Wirtschaft zu einigen Themen und wir sind gespannt darauf zu erfahren, wie sich die saarländischen Direktkandidatinnen und Direktkandidaten zu den Themen der Wirtschaft positionieren. Ich spreche dazu heute mit dem Vorsitzenden der AfD Saarland, zugleich auch deren Spitzenkandidat. Schönen guten Tag, Herr Dr. Wirth. Schönen guten Tag. Herr Dr. Wirth, ich habe jetzt kürzlich von Ihnen in der Zeitung gelesen, dass der Industriestandort Saarland auf jeden Fall erhalten bleiben soll und dass Sie sich persönlich auch unter anderem einsetzen möchten für eine vernünftige Wirtschaftspolitik. Was sind denn so aus Ihrer Sicht die wesentlichen Elemente einer vernünftigen Wirtschaftspolitik? Ja, wir müssen den saarländischen Standort bewahren. Wir haben ja also über die Jahrzehnte, fast Jahrhunderte erlebt, dass wir die Bundesrepublik oder Deutschland überhaupt mit Kohle und Stahl geliefert haben, mit hochwertigen. Dann haben wir die Automobilindustrie dazu bekommen und das steht im Moment alles auf dem Prüfstand durch die Energiepolitik, durch die Elektrifizierung der Automobile, durch die Energiepolitik. Wir bauen die Kohlekraftwerke ab, Atomkraftwerke sind abgeschaltet. Und ich sehe da erhebliche Probleme auf die saarländische Wirtschaft zukommen, dass man hier überhaupt noch produzieren kann, kostengünstig. Sie haben gerade ein paar Themen angesprochen, da würden wir gleich auch nochmal dezidiert zu kommen. Ich möchte mit Ihnen zunächst über Europa sprechen. Die EU, die scheint ja Ihrer Partei eher ein Dorn im Auge zu sein. Ich habe im Wahlprogramm gelesen, Sie fordern hier den Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union und plädieren zugleich auch für die Gründung einer neuen Wirtschafts-, auch Interessengemeinschaft. Was hat es damit genau auf sich und wer soll dieser neuen Gemeinschaft alles angehören? Also erstmal, man darf nie verwechseln Europa und die EU. Ja, das machen ja viele, gerade die EU-Befürworter, die nehmen dann Europa in den Mund. Also letztendlich haben wir in Dresden im April beschlossen, dass wir den Austritt aus der EU verlangen. Der letzte Grund, was viele Mitglieder bewogen hat, war wohl die Corona-Hilfen, die beschlossen worden sind, wo die EU erstmals sich selbst verschuldet, Kredite aufnimmt, um Corona-Hilfe zu leisten. Das ist für uns eine vertragswidrige Finanzierung, Selbstfinanzierung und macht einfach deutlich, dass die EU entgegen den Verträgen von Maastricht und Lissabon versucht, die EU-Kommission, die EU zu einem Supernationalstaat auszubauen. Ja, und dem wollen wir widersprechen und dagegen wirken, weil es einfach nicht sein kann. Wir haben ja Schützenhilfe bekommen durch den ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Voskuhle, der vor kurzem in der FAZ gesagt hat, dass das EU-Parlament, dass die EU-Kommission gemeinsam mit dem Europäischen Gerichtshof kollusiv zusammenwirkt, um einen Nationalstaat durch die Hintertür zu installieren, einen europäischen Superstaat. Und das wollen wir nicht, das ist vertragswidrig und kann uns Deutschen auch nicht gelegen kommen. Daher sagen wir, zurück zu den Wurzeln, wir waren schon fast immer Exportweltmeister. Wir brauchen die EU als Instrument nicht für unseren Absatz, sondern wir wollen wieder eine europäische Wirtschaftsunion haben, eine Vereinigung von europäischen Vaterländern, souveränen Nationen, die in Verträgen aushandelt, wie man dieses Wirtschaftsleben zusammenführen kann, auch gerne mit offenen Grenzen, wenn man die Außengrenzen schützen kann, mit offenen Handelswegen, alles keine Frage, aber die Souveränität sollte weitgehend bei den Nationalstaaten verbleiben. Jetzt ist der EU-Handel natürlich auch durch freien Warenfluss, auch Kapitalfluss gekennzeichnet. Und gerade Deutschland, Sie haben es gerade so ein bisschen auch angesprochen, ist ja eine sehr exportstarke Nation und hängt auch vom EU-Binnenhandel ab. Wenn wir das jetzt alles nicht mehr hätten, wie würden Sie denn verhindern, dass es da ökonomische Verwerfungen gibt? Also ich möchte gerade auch nochmal vielleicht zu dem Hintergrund des Brexits auch nochmal anmerken, dass wir hier in den Auseinandersetzungen auch merken, dass Verhandlungen zu Freihandelszonen, auch zu Zollunionen, beileibe keine Selbstläufer sind. Das auf keinen Fall, aber wir merken auch, dass gerade die EU-Beamten sehr engstirnig und beleidigt reagieren auf England durch den Brexit. Ja, also ich denke, das kann man anders regeln. Man sollte wieder eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft machen, wie wir sie schon mal hatten. Und dann denke ich schon, dass man dann mit vernünftigen Verhandlungen zu vernünftigen Ergebnissen kommen kann. Aber jetzt bei so einer neuen Wirtschaftsinteressengemeinschaft, welche Staaten könnten da mitmachen? Auf jeden Fall diejenigen, die eine ähnliche Volkswirtschaft haben wie wir. Ja, wenn wir jetzt an andere Länder wie Rumänien und Bulgarien denken oder an den Versuch, im Balkan zu erweitern, dann frage ich mich, wie das finanziert werden soll, wie das funktionieren soll, wenn Volkswirtschaften zu uns kommen, für die der Euro viel, viel zu stark ist, während er für uns zu schwach ist.
Das geht alles zulasten des deutschen Steuerzahlers. Nicht nur das, sondern wir haben auch das Problem Nullzinspolitik und ähnlichem, Kapitalabschmelzung bei Rentnern, bei Sparern, bei Kapitallebensversicherungen. Das sind alles Maßnahmen, um schon jetzt schwache Volkswirtschaften zu stützen. Und das kann ja nicht ohne Ende so weitergehen. Aber wir hätten dann ja schon auch eine Gemeinschaft, in Ihrem Sinne, von auch weniger Staaten als heute in der EU. Wie können wir uns denn da noch gegen die größeren Akteure behaupten, wenn ich da jetzt an China denke, an die USA, also ökonomisch sowie auch politisch? Ja, Schweiz und Norwegen schaffen das auch. Mhm. Und das sind die Staaten, denen es in Europa am besten geht. Also da hätte ich überhaupt keine Bedenken. Politisch versagt die EU derzeit völlig oder in den letzten Jahren. Wir haben in der Migrationskrise die EU versagt. Der Corona-Pandemie hat sie versagt. Ich muss jetzt gar nicht über Afghanistan reden. Also ich sehe keine Stärken der EU. Ich sehe nichts, was... Bleiben wir bei der Wirtschaftspolitik. Bleiben wir bei der Wirtschaftspolitik, gut. Ich sehe eigentlich nichts, was die EU besser könnte, als wir das können. Ich möchte mit Ihnen über ein Problem sprechen, was jetzt nicht nur die Saarwirtschaft mit Sorge umtreibt, sondern nahezu alle Unternehmen, auch bundesweit, über alle Branchen, über alle Größenklassen hinweg. Der Mangel an Fachkräften, an Spezialisten, an Experten auch. Auf jeden Fall ein Mangel, der auch die Wachstumspotenziale massiv gefährdet. Mhm. Was würden Sie konkret tun, um diese angespannte Lage zu entschärfen? Also erstmal denke ich, dass durch die Automatisierung und Digitalisierung sich das in Zukunft weniger dramatisch auswirken wird, als man eigentlich denkt. Das ist meine Meinung. Wir müssen auf jeden Fall gucken, was ganz gravierend ist, dass wir endlich wieder in die Bildung investieren. Ja, wir haben, ich glaube, 50.000 Abgänger jedes Jahr ohne Schulabschluss. Das darf nicht sein. Wir müssen wirklich dieses Handwerk wieder stärken. Wir müssen gucken, dass unsere Leute gut ausgebildet werden. Was hilft uns ein Akademiker mit Bachelor, wenn er keine Rechtschreibung kann, keine Grammatik und die Grundrechenarten nicht beherrscht? Wir müssen in die MINT-Fächer investieren. Wir müssen das machen, wo wir immer erfolgreich waren, forschen, erfinden, ausbauen. Ja? Und das geht halt, weil wir eben keine Ressourcen haben, keine natürlichen Ressourcen. Und das sind für mich eigentlich die Eckpunkte. Zudem müssen wir schauen, wie schaffen wir es, dass wir die Leistungsträger, 100 bis 200.000 jedes Jahr, die in Deutschland abwandern, wie wir die zurückhalten können, indem wir die Rahmenbedingungen der Forschung, des Geldverdienens besser gestalten, dass die nicht in die USA oder nach Norwegen abwandern. Das sind so die Punkte in erster Linie. Ja. Und ich denke nicht, dass die Migration uns da hilft, das haben wir gesehen, sondern da wird nur der Lohndruck von unten bis in den Mittelstand erhöht. Und natürlich die Sozialkassen völlig überlastet. Also Sie haben ein paar wichtige Elemente, glaube ich, da auch genannt, gerade auch Ausbildung stärken, auch Berufsorientierung bei jungen Menschen auf jeden Fall auch nochmal intensivieren. Und da ist es halt wichtig, dass man nicht sagt, jeder kriegt einen akademischen Abschluss, aber man sollte die Berufsfelder durchlässig gestalten. Ja? Lebenslanges Lernen, sehr gut, ja? Berufsspezifische Ausbildung, sehr gut, aber halt nicht jetzt ewig viele unbedingt in irgendwelche sozialpolitischen Studiengängen abdriften. Ich verstehe auch nicht, ob jetzt ein Friseur zum Beispiel oder ein Erzieher unbedingt einen Hochschulabschluss haben muss. Welchen Sinn das haben soll, das erschließt sich mir nicht unbedingt. Gut, aber diese Dinge, die betreffen, adressieren ja schon eher so das bestehende Arbeitskräftepotenzial, was wir hier in Deutschland haben. Jetzt sagen viele, das reicht keineswegs aus. Wir haben einige Experten, Detlef Scheele vielleicht jetzt hier nochmal genannt, Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit, der schätzt alleine, auch vor dem Hintergrund des Bevölkerungsrückgangs, und da haben wir ja auch im Saarland die Situation, dass Erwerbsbevölkerung noch stärker zurückgeht als der Durchschnitt der Gesamtbevölkerung, schätzt er einen Bedarf an qualifizierter Einwanderung in Höhe von 400.000 Personen pro Jahr. Wie stehen Sie zu dieser Einschätzung? Qualifizierte Einwanderung immer gerne. Ja, wir hatten ja schon unter Schröder solche Projekte. Dann sollten wir es aber so machen, wie jedes vernünftiges Land, wie die USA, Kanada, Neuseeland, Australien. Wir sollen schauen, wer zu uns kommt, ja, und an gewisse Bedingungen knüpfen. Es muss auch ein Markt vorhanden sein, es muss eine Ausbildung schon vorhanden sein. Und dann muss man auch schauen, wie andere Länder das auch machen, dass solche Menschen nicht direkt, wenn sie reinkommen, den Sozialkassen zur Last fallen. Dann gerne qualifiziertes Personal, immer, ja. Jetzt, wenn wir dann auch die Sie auch hier haben möchten, sozusagen, die müssen wir im Grunde den roten Teppich ausrollen, damit die auch dauerhaft hier bleiben. Wie können wir denn da eine Willkommens- und Anerkennungskultur leben? Das ist ja genau das, wie wir verhindern sollen, dass Qualifizierte abwandern. Ja, wir müssen die Strukturen dazu schaffen, also sprich Lehre, Forschung attraktiv machen. Wir müssen auch das Verdienen wieder attraktiv machen. Ja, das heißt, wir müssen mit den Steuern runtergehen.
vernünftige Angebote an Familien mit Kindern machen zum Beispiel. Ja? Das sind so die Sachen, die mir da oder bei einer Partei auch vorschweben. Ein weiteres Thema, was gerade der Mittelstand auch hier bei uns an der Saar immer wieder aufbringt, die hohe Bürokratie, die Belastungen, die immer stärker werdende Regulierungs-, allein der Erfüllungsaufwand für die im letzten Jahr dazugekommenen Regeln beläuft sich auf 343 Millionen Euro, ganz hohe Zahl. Dazu haben wir einen kleinen Einspieler aus der Wirtschaft vorbereitet. Die Unternehmen werden immer stärker durch Bürokratie belastet. Dazu zählen etwa regulatorische Vorgaben, Informations-, Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten. Dringend erforderlich wäre eine deutliche Reduzierung des Erfüllungsaufwandes, den gerade kleine und mittlere Unternehmen schultern müssen. Nehmen wir nur mal statistische Erhebungen, wie zum Beispiel die vierteljährliche Verdiensterhebung oder die jährliche Kostenstrukturerhebung. Hier werden teilweise gleiche Daten abgefragt. Manche Daten könnte man leicht bei bestehenden Institutionen wie Finanzamt oder den Sozialversicherungsträgern abrufen. Es kann doch nicht so schwer sein, hier durch Digitalisierung Abhilfe zu schaffen. Schon länger gibt es die Vorgabe One in, One out. Aber trotzdem kommen immer wieder neue Anforderungen auf uns zu, wie zum Beispiel ganz aktuell das Transparenzregister. Diese Angaben sind bereits im Handelsregister hinterlegt. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass wir hier schon wieder mit zusätzlichem bürokratischen Aufwand belastet werden. Durch reine Verwaltungstätigkeiten entstehen weder Innovation noch Wachstum, also für Unternehmen kontraproduktiv. Ich erwarte daher von einer neuen Bundesregierung deutlich mehr Engagement beim Bürokratieabbau, auch durch mehr Tempo bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, damit Behörden künftig nur noch in Ausnahmefällen bei den Unternehmen anfragen und stattdessen auf einen internen Datenpool zugreifen. Die wir als Wirtschaft seit Jahren ansprechen, man fühlt sich so ein bisschen wie Don Quixote, also deutlich mehr Engagement beim Bürokratieabbau und deutlich höheres Tempo auch bei der Digitalisierung. Wie kann das konkret gelingen? Also das unterstreichen wir alles, was gerade gesagt worden ist. Wie das konkret gelingen wird, da muss man im Ministerium mal nachhaken. Es ist unverständlich, ja, dass wir in der Digitalisierung wie in vielen anderen Dingen als große Volkswirtschaft unter ferner Liefen sind. Gut, ich möchte keine Politik machen und hinterfragen, woher das kommt, aber es kann einfach nicht sein. Ich meine, ich komme aus einer mittelständischen Familie, ich bin selbst Rechtsanwalt und das Hauptinstrument an Gerichten ist immer noch das Faxgerät. Das kann man sich einfach nicht vorstellen, ist aber so. Ja. Es mangelt nicht an EDV-Möglichkeiten, aber es mangelt einfach an der Ausstattung zum Beispiel bei den Gerichten. Und ja, wir wollen die Digitalisierung, wir wollen die Vereinfachung der Wege, aber das können wir nur machen mit der Wirtschaft und nur machen, wenn man einen politischen Hintergrund hat und politische Partner, die das auch wollen. Mir wäre es am liebsten, es würde ein Ministerium geben für Digitalisierung und Verschlankung, die zum Beispiel auch sämtliche Gesetzesvorlagen, Gesetze durchgehen und einfach mal auskämmen und kürzen. Mehr Rahmengesetzgebung, weniger Details, weniger Detailvorschriften und Vereinfachungen. Das, wenn man im Ministerium das Sinn machen würde, das würde viel Geld sparen auf Dauer. Ja. Oder nehmen Sie zum Beispiel die Steuergesetzgebung. 45% der weltweiten Steuerliteratur wird allein in Deutschland gedruckt. Das kann nicht sein, ja. Das ist unmöglich. Aber es gibt natürlich auch Interessengruppen, Lobbyistengruppen, die dagegen sind, dass das vereinfacht wird, muss man leider so sagen. Aber das ist das größte Ziel, auch in Zukunft auf die demografische Entwicklung, dass wir hier die Arbeitswege vereinfachen. Okay, also auch ein klares Plädoyer für auch eine Zentralisierung der Verantwortlichkeit für das Thema Digitalisierung, auf jeden Fall, ja, gekoppelt mit Entbürokratisierung. Ja, das ist, wir sehen das überall. Digitalisierung spielt überall ein bisschen mit rein, aber keiner hat einen Hut auf. Ich meine, ich bin im Innenausschuss, ich mache viel Sicherheitspolitik und sehe das auch bei der Bundespolizei oder anderen Sicherheitsbehörden. Da macht jeder ein bisschen was, aber keiner weiß genau, wie es geht. Und die Vernetzung untereinander geht auch nicht. Das fängt schon an im föderalen Bereich. Allein schon in die Kommunen, die verschieden, dann geht es über die Länder, die nicht miteinander kommunizieren können digital. Das ist eigentlich ein Unding, dass man das überhaupt noch ansprechen muss. Herr Dr. Witt, kommen wir zum Thema Energie. Deutschland braucht Strom, und zwar viel Strom. Der Strombedarf, der steigt, gerade auch im Zuge der klimafreundlichen Transformation. Aber zugleich steigen wir im nächsten Jahr aus der Atomkraft aus. Wir diskutieren auch über ein vorzeitiges Ende der Kohleverstromung.
Müssten wir da nicht jetzt einfach deutlich mehr Tempo zulegen beim Ausbau der Erneuerbaren? Ich frage mich, wie das gehen soll. Ich meine, wenn wir auch jetzt mit der Elektromobilität das alles handeln wollen, müssten wir ein Viertel von Deutschland mit Photovoltaik zupflastern. Wir müssten noch mehr Windräder aufstellen. Ich halte das für einen Irrweg, einfach jetzt anzufangen, den sauberen Atomstrom abzuschalten, dann die Kohlekraftwerke, direkt die Braunkohlekraftwerke in der Lausitz. Wir brauchen einen Technologiemix. Also das reine Setzen auf erneuerbare Energien für eine große Volkswirtschaft klingt schon fast ein bisschen nach Morgentauplan. Wir rennen in eine Agrarwirtschaft. Also brauchen wir wieder eine Rückkehr zur Atomkraft, ganz konkret, wie es andere Länder machen, wenn ich nach Schweden gucke, nach Finnland? Es machen alle Länder um uns rum, bauen neue Atomkraftwerke. Bei uns ist noch die Hysterie der Atomkraftwerke aus den 70er Jahren, davon sind wir weit weg. Es gibt ja ganz neue Technologien und wir sind leider in den 80er Jahren schon fast aus der Forschung ausgestiegen. Ja, wenn man CO2-Freiheit haben will, wenn man saubere Energie haben will, brauchen wir Atomkraft. Sind wir mal ehrlich, wenn es Katonum nicht gäbe, wären im Saarland schon längst alle Lichter ausgegangen. Mit welchem politischen Partner könnten Sie sich vorstellen, sowas umzusetzen? Derzeit mit keinem. Man muss das einfach sehen. Es gibt eine, ich nenne es einfach mal eine Klimahysterie. Da haben sich fast alle anstecken lassen. Es gibt einige in der CDU und der FDP, die machen das nicht mit. Aber es ist tatsächlich so, dass man im Moment, ein demografisches Problem eventuell, dem jungen Wähler hinterherläuft und nach dem Mund redet, ohne mal mit dem Finger auf Probleme zu zeigen. Ja, die Grünen und die Linken wollen ja nicht umsonst das Wahlalter auf 16 runter machen. Nach Kreta ist diese Hysterie noch gesteigert. Und man muss, das ist auch die Verantwortung der älteren Generation, und da vermisse ich auch gerade die Wirtschaft, die auch mal ganz deutlich sagt, Leute, so geht es nicht. Ja? Wir können nicht die Energie abschalten. Eine Volkswirtschaft braucht bezahlbare Energie und eine Energie, die immer vorrätig ist. Und das können wir mit erneuerbaren Energien nicht leisten und werden es auch in Zukunft nicht können. Greife ich das Thema mal auf, also vom Strom zum Klimawandel sozusagen, stellt Ihre Partei den menschengemachten Klimawandel zumindest in Frage und lehnt auch die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens völlig ab. Ja. Was heißt das in der letzten Konsequenz konkret? Also soll Deutschland austreten aus dem Pariser Klimaschutzabkommen? Soll die EU den Green Deal nicht umsetzen? Soll CO2-Bepreisung gestoppt werden? Also was heißt das ganz konkret? Ja, CO2-Bepreisung und Zertifikatenhandel bewirken ja keinen Umweltschutz oder keinen Klimaschutz. Das ist der Traum der Politiker seit Tausenden von Jahren. Wie kann ich bitte schön die Luft besteuern und den Bürger schröpfen? Ja? Das ist mittlerweile ja auch, da gibt es Lobbyisten für, das ist ein Markt einfach, ja, auch Steuergelder abzugreifen durch solche Sachen. Wir sagen einfach, dass der menschengemachte Klimawandel, der auf CO2 beruhen soll, ja, ist ein Irrtum, denn das basiert auf einer Lüge. Es wird beobachtet, was seit der Industrialisierung passiert ist und zum Beispiel die mittelalterliche Wärmeperiode wird völlig ausgeblendet. Wenn CO2, der menschengemachte, der in Deutschland bei 0,00016% liegt, verantwortlich wäre für den Klimawandel, dann hätte von 1953 bis heute die Temperaturen explodieren müssen. Und es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass CO2 mit dem Klimawandel überhaupt nichts zu tun hat über die letzten paar tausend Jahre. Das kann man heute prüfen anhand Baumrinden, Baumstämme, Gesteinsproben. Das ist ein Irrtum. Selbst wenn man in Deutschland neutral schalten würde, würde man das auf der Welt kaum messen können, die CO2-menschengemachte. Und deswegen macht es keinen Sinn, dass wir bei uns die Industrie zerstören und subventionieren da gleichzeitig mit schmutziger Industrie, zum Beispiel gerade schmutzigen, minderwertigen Stahl aus China. Wir graben uns das Wasser ab und subventionieren Schlimmeres in der anderen Welt. Jetzt haben Sie Stahl angesprochen. Stahlwirtschaft, große Bedeutung hier im Saarland mit gut 22.000 Beschäftigten hier. Stahlwirtschaft bekennt sich hier ganz klar zu den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens, müssen aber auch, und das ist, glaube ich, auch im Zuge der Transformation hin zur klimafreundlichen, zur klimaneutralen Stahlerzeugung, glaube ich, in Zukunft ganz stark auch auf das Thema Wasserstoff setzen. Aber um das auch in dem industriellen Maßstab, in dem wir ihn brauchen, zu gewinnen, zu nutzen, brauchen wir einen Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur. Wenn ich Ihre Parteiposition richtig verstehe, lehnen Sie genau das ab. Nein, wir lehnen es nicht ab, wir wollen einen Technologiemix. Was heißt das genau? Wasserstoff kann sinnvoll sein, Schwerlastverkehr und so weiter. Im Autoverkehr eher weniger. Wasserstoff braucht ja immense Energie, um das zu produzieren, dass man es produzieren kann. Nehmen wir mal die Stahlindustrie.
Eisengewinnung mit Wasserstoff. Da müssten wir 4 Milliarden investieren und könnten dann trotzdem, weil unsere Energiekosten so hoch sein werden, überhaupt nicht mehr zum Marktpreis Eisen produzieren. Das heißt, und das kommt auch aus der, sage ich, der Stahlindustrie, die Eisengewinnung wird zum Beispiel nach Kanada abwandern, wo man billig Energie herstellen kann. Und was das für die Folge für unsere Stahlindustrie hat, kann man sich nur ausmalen. Allein wie alles, was energieintensiv ist und deswegen hohe Kosten hat, das wird das Land verlassen. Ganz einfach. Und sagen die Großen. Der kleine Handwerker, der kann das nicht. Der produziert bis zum Umfall mit hohen Kosten, bis er leider dann pleite geht, auf gut Deutsch. Ja. Also Sie sehen da schon auch Platz für Wasserstoff im Technologiemix. Und würden Mix, ja, wir sagen ja auch, es gibt da auch schon investieren, ja, da wo natürlich, Sie denken, ja, es macht Sinn. Ich verstehe auch die Verteufelung des Diesels nicht. Wir haben den besten Diesel der Welt, der so gut wie schadstofffrei ist. Man kann mit synthetischen Kraftstoffen überlegen zu arbeiten. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. In Deutschland hat die Wissenschaft, die Wirtschaft immer gute Ergebnisse hervorgebracht. Ich halte überhaupt nichts davon, dass irgendwelche Politiker in irgendwelchen Gremien, EU-Gremien oder sonst wo, Ziele, Voraussetzungen und irgendeiner Hysterie hinterherlaufen. Bestes Beispiel war der Ausstieg aus Atomenergie nach diesem Tsunami in Japan, wo die Grünen heute noch rumlaufen und behaupten, dort wären 20.000 Tote gestorben, wegen des Atomkraftwerkes, aber es war eine Welle. Ja, und das ist das Problem in Deutschland. Und ja, sagt die Industrie, wir machen das. Ja, sagt das die Autoindustrie. VW zum Beispiel, die können gar nicht anders. Die müssen auf ein Pferd setzen, weil sie nicht sowohl Verbrenner und als Elektroauto fabrizieren können. Also müssen sie auf das setzen, was ihnen die Politik vorgibt. Und wenn man heute sagt, wir sehen das nicht so, ist man ja gleich Leugner. Man darf ja nicht mehr kritisch diskutieren in Deutschland. Das geht allen Themen von Corona, Klima, Energiepolitik. Immer wenn man nicht die herrschende Mainstream, dem Mainstream folgt der Politik, ist man gleich ein Leugner. Der Diskurs, das Austauschen von Argumenten und Theorien und das Nachprüfen, das ist heute sehr gefährlich geworden und wird sehr schnell ausgegrenzt. Ich glaube, die Botschaft kam raus, aber Sie würden auf jeden Fall nicht sagen, wir investieren nicht in Wasserstoffinfrastruktur, nein, sondern da schon auch in ganz alle, gezielt in alle Technologiemix. Ja. Kurze Frage, Herr Dr. Wirth, zum Abschluss. Was muss am 26. September, am Tag der Wahl, passieren, damit es für Sie ein perfekter Wahlabend wird und wie werden Sie diesen verbringen? Ich werde in unserer Geschäftsstelle sein und die Ergebnisse um 18 Uhr anschauen. Wenn es perfekt ist, also wenn es schon mal sehr gut ist, wenn ich wiedergewählt werde, da freue ich mich natürlich. Und ja, perfekt, das wäre dann doch eine politische Antwort. Ja. Wenn es nicht rot-rot-grün wird, dann wäre es perfekt oder schon mal sehr gut. Herr Dr. Wirth, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne, ich danke.